Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Metro Last Light. Ich bin Ritalin und ihr schaut wieder Games for You. Normalerweise angle ich nicht in diesem Tunnel. Aber ich hatte so eine Ahnung, na, dann haben wir dass wohl Glück, ganz ne? gut anbeißen würden. Aber was angelst du denn? Ein Balken! Danke, dass du mir das gesagt hast. Scheiße, verdammt! Ja. Das war knapp. Mensch, du musst hier vorsichtig sein. Wenn du es sagst. Es sind nicht nur Fische im Wasser. Das will ich nicht sehen. Das wirst du schon bald selber sehen. Halte dich an der Reling fest, wenn ich dich warne. Okay. Was ist das hier für ein verrückter Scheiß, ey? Dieser Tunnel führt zum Platz da der Revolution und der roten Linie. Ich habe heute ein Boot von da kommen sehen. Ein paar schwere Jungs, keine Flüchtlinge. Bleib jetzt still. Wer sind die? Die mögen keine Geräusche. Oh fuck. Und dies ist ihre Welt. Sieh nur, wie sie dort ruhen. Ganz ruhig. Klappe jetzt, Mann. Wir wollen euch nichts tun. Niemand weiß, woraus diese mutiert sind. Wir nennen sie Schrimps. Hässlich wie die Nacht, aber eine gute Mahlzeit. Insbesondere mit dem Wiener. Ja, wenn du das sagst. Wie, warte mal, die kann man essen? Hat er das damit gesagt? Schrimps mit Bier? Ich bin... Nichts da, Mann, du Schwein! Wir haben was geangelt, Mann! Ja! Gut, dass ihr das auch aufhält. Lass sie nicht an Bord! Die könnten uns zum Kentern bringen! Hinter uns her auf jeden Fall. Was jetzt? Eine Bombe! Hoffentlich. Okay, Mann! Machen kaputt, ey! Sind wir aber nicht tot, oder? Doch. Uns da über Bord gezogen, die Drecksau. Bleib jetzt still. Die mögen keine Geräusche. Okay. Und dies ist ihre Welt. Sieh nur, wie sie dort ruhen. Ganz ruhig. Krafte Fische, ey. Niemand weiß, woraus diese mutiert sind. Wir nennen sie Schrimps. Hässlich wie die Nacht, aber eine gute Mahlzeit, insbesondere mit dem Bier. Ich hasse sie, ey. Da kommen sie wieder. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Ja, ja, komme. Dieser Ärsche, ey. Wir müssen hier weg. Ich versuche es. Lass sie nicht an Bord. Die könnten uns zum Kentern bringen. Ihre Kotzgülle, ey. Nehmt das, ihre Miststücke. Denen haben wir es gezeigt. Mich gerade nicht nachladen lassen, ey. Keine Munition mehr, ey. Das ist für dich. Okay.
Ja, ich versuch's ja. Mach den mal kaputt, Mann. Scheiße. Keine Munition. Ich flipp nur aus. Sollen wir die denn kaputt machen, die Monsterviecher? Ja. Wie ist das, du Humor? Vielleicht zwei oder was? Wie sollen wir das denn machen? Ich habe keine Munition und nichts. Scheiße, ey. Nur mit dem verfickten Messer, ey. Obwohl, wir könnten noch... Hey, Freaks! Was das? Okay, das haben wir noch. Wir haben noch von unseren Messern. Gut gefangen! Hier, du Miststück! Oh. Scheiße, Mann, schießen tot oder sowas. Ja, was ist damit? Okay, okay, und jetzt? Scheiße. Oh. Schwimmfischen mal anders? Ach du nein! What the fuck? Ich sehe noch nicht mal was, Mann. Nicht oft. Das sehe ich anders, ey. Haben wir Glück gehabt. Das unterirdische Venedig. Eine Insel in den finsteren Gewässern der unterirdischen Flüsse. Über dieses Venedig kursieren wirklich üble Gerüchte. Ich habe gehört, es sei eine einzige große Räuberhöhle. Aber etwas weiß ich mit Bestimmtheit. Pavel hat Venedig erreicht. Und wenn ich nicht zu spät bin, ist er noch hier. Meine Hauptaufgabe ist es, den Schwarzen zu finden. Aber ich muss auch Corbuts Pläne aufdecken, genau so damit ich aus. Den Orden warnen kann. Anscheinend haben wir es geschafft. Hey, bist du eingeschlafen? Unsere Fische hier sind echt bezaubernd, stimmt's? Schienen jedoch schlechte Laune zu haben, als wenn vor uns schon jemand das kann natürlich sein. Verärgert hat. Macht auf! Die Fischer sind vom Meer zurück! Ja, ich sehe euch. Schon gut. Und wer ist das? Den Typen habe ich im Tunnel aufgelesen. Du meinst doch nicht, dass ich ihn dort hätte zurücklassen sollen, oder? Was? Mir das Leben leicht machen? Oh nein, die Roten sind da. Natürlich nicht. Erst diese Roten, jetzt das. Und ich öffne und schließe immer wieder das Tor. Du könntest wenigstens mal ein Mädchen mitbringen. Und was würdest du damit machen, wenn ich es mitbrächte, Semenovic? Du bist doch viel zu alt dafür. Übrigens solltest du besser das Tor runterlassen. Sonst kommt womöglich tatsächlich eine Frau. Nämlich die in Schwarz und mit der Sense. Keine Sorge, Semenovic. Okay. Ihr erlebt euch noch alle. Hallo, Fedor. Gut. Wie war der Fang? Nicht einer hat angebissen, es sei denn, du zählst auch die Shrimps mit. Und davon gab es mehr, als mir lieb ist. Ich wurde von ihm hier gerettet. Ich sehe das anders. Artyom heißt er. Kein Problem. Freut mich, dich kennenzulernen, Artyom. Danke für deine Hilfe. Also, was genau ist passiert? Die Shrimps überfielen uns, als wir die Gabelung erreichten. Ah, hätten mir fast mein Floß zerfetzt. Ich frage mich, was die für einen Anlass haben. Ach, das ist leicht. Die Roten sind da durch und wollten sich mit unserem verehrten Nachbarn treffen. Schien sie nicht zu interessieren, was sie aufgewühlt hatten. Ach so, deshalb. Sieh mal, Artyom, ich nehme an, es lässt sich nicht verkeimlichen.
Venedig ist voller Gangster und im Abschaum der ganzen Erde. Die gehen zu anderen Stationen, um zu plündern und zu morden. Habe ich kein Problem damit. Ist alles friedlich. Fang du also keinen Scheiß an. Okay. Ich will hier keinen Ärger. Simon! Okay, Simon! Ich will mit dir reden. Sag mal, weißt du, wo unsere roten Gäste sind? Aha. Im Bordell natürlich. Wer ist das da bei dir? Das ist Artyom, der Herr der Schrimps. Du solltest sehen, wie er schießt. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so gut ist wie er. Ein Revolverheld, was? Würdest du mir helfen, ein paar Bösewichte zu erledigen? Simon, ich wusste es. Fällt dir nichts Neues ein? Aber es sind gerade fast alle am Lager versammelt. Wenn das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, dann weiß ich nicht wann. Unter uns beiden, wir könnten in der Lage sein, sie zu erledigen. Ich habe es dir bereits unzählige Male gesagt. Und ich sage es noch einmal. Nein, ich brauche diese Scheiße hier nicht. Hast du mich verstanden? Okay. Ja, ich habe dich verstanden. Gut, dann lasse ich euch beide jetzt mal alleine. Okay. Wie kann ausgerechnet er in einer Station voller Krimineller die Verantwortung haben? Hey, Simon, du kennst dich doch mit Motoren aus, oder? Ja, was ist denn los? Weiß nicht. Gehen wir uns mal umgucken. Alles in Ordnung. Jetzt hustet und spuckt er nur. Also lauter Gangster, sagen die. Hier bringt jemand seinen Fang an Land. Ist das hier? Wir tun Schrimps ausgenommen. Verrückt, ey. Und hier wird geangelt, mitten in der Station. Warte einen Moment. Wir fangen uns einen Fisch und Tante Nadja wird ihn uns braten. Woher weißt du, dass du einen Fisch und keinen Krebs fängst? So wie Mama. Wie bitte? Krebs? Ich verstehe. Mit einem Haken. Aber Mama hat ihn sich gefangen und ist gestorben. Oh Gott. Oh, cooles Schiss. Aber ich weiß auf jeden Fall, warum es Venedig heißt. Ich bin gerade von der Okjaspaskaya zurück. Während wir da waren, gingen ich und die Jungs zu dieser Frisch. Und? Die hatten dieses Viech da. Nannten es den Schrecken der Nacht. Kleine Scheiße, hässlich. Völlig verunstaltet. Liv schaut ihm in die Augen. Vielleicht haben die dort den Straßen. Sag mal, hast du eine Ahnung, was das mit diesen Kommunisten ist? Die haben eine Art Besprechung mit Gisli und den anderen Bossen. Nein, nicht von dir. Bist du etwas junger Mann? Bestimmt. Du hast die Wahl. Es ist was macht der da, Pennen? Alles für die Gäste unserer Station. Na, der will wohl keine Geschäfte mit uns machen. Ich weiß gar nicht, ob ich die Fische essen würde. Müssen doch irgendwo Händler sein, die auch was bringen. Guck mal, er hat was zu trinken. Okay. Hör zu, Mann. Ich brauche sofort guten Scheiß. Was seid ihr denn hier für Leute? Scheiße. Können wir hier aufmachen? Ja. Tatsache, hat sich zumindest zum Looten gelohnt. Was zum Teufel? Ihr seid mir ja ein paar tolle Arbeiter. Hört schon, als wären da drin Schweine. Wo geht's denn hier hin? Junger Mann, hast du vielleicht ein paar Patronen übrig? Ja? Ich bin gerade etwas knapp bei Kasse. Ich wollte ihm kein Geld geben. Kannst du nur spielen oder kannst du auch singen? Ja, du bist schon ein toller Kerl. So. Gucken, was ist hier los? Der futtert was. Ok,
Küchen sehen auch überall gleich aus. Dosenfleisch, okay, gucken wir erstmal hier außen rum noch, bevor wir da weitergehen. Hier würde es hochgehen. Stop Exchange. Was für ein Austausch findet hier denn statt? Also ich muss sagen, atmosphärisch und grafisch, also echt super, ey. Das ist der Wahnsinn. Wo ist der Laden? Das kann doch nicht sein. Da vorne war so eine Art Marktplatz und hier ist dann nichts mehr. So, würde ich aber sagen, dann beenden wir die Folge hier an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.